Hallo, Nado, ich möchte dich einladen auf eine Reise der Zärtlichkeiten, der Romantik, des Temperaments und der Leidenschaft. Und zwar kommen heute die Patznotes. Und zwar die Patznotes 10.16. Ja, ich darf euch begrüßen, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Abend. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine Reise der Zweisamkeit. Die Patchnotes sind da und wir wollen uns mal anschauen, was denn so Masse ist. Denn zum einen kommt natürlich Yone auf die Server. Ja, ich muss leider sagen, ich habe kein Gameplay dazu gebracht. Aber Leute, der wurde auch ganz komisch released, möchte ich ganz kurz sagen. So an einem Freitagabend und naja, Samstagmorgen streame ich dann ja auch immer. So, aber Yone, ja, der wird so am Mittwoch oder am Donnerstag circa kommen. Also morgen oder übermorgen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich glaube nicht, dass es ein Inter sein wird, so wie Yasuo. Ich glaube, mit dem kann man nicht so viel verkehrt machen. Aber er sieht sehr, sehr gangbar aus. Aber schauen wir mal. Akali, meine Freunde. Akali wird etwas gebufft, ganz, ganz dezent. Bekommt 5 mehr Damage auf ihre Q mit jedem Level. Und ihre E macht jetzt Magic Damage. Das hilft ihr natürlich insofern, dass wenn man Magic Pen baut, das alle Spells beinhaltet. Zumindest auch jetzt die E. Na, ich glaube, die Ulti macht immer noch zur Hälfte Physical oder so ähnlich. Auf jeden Fall profitiert jetzt die E auch von Magic Pen. Das heißt, man kann sich leichter auf was fokussieren. Natürlich muss man auch sagen, es nimmt auch so ein bisschen ihr Potenzial weg, was das Itemization der Gegner angeht. Ja, Tobi, was soll das heißen? Naja, wenn das Ding hier Physical Damage macht und das hier Magical Damage, dann kann natürlich, wenn der Gegner Magiessence baut, kann man hier mit der E immer noch schön Physical reinprügeln, ne? Wenn wir aber fair sind, macht die E echt sau wenig Damage. Deswegen ist das nicht ganz so wild, aber sollte man mal drüber nachgedacht haben. Bei Jax ist das nämlich so. Er macht teilweise Physical Damage mit der Q und auch Magical Damage mit der W. Ne? Da kann man immer mal so ein bisschen variieren. Ashe wird der Buff, den sie bekommen hat, und zwar mit dem Patch 10.8, der wird zurückgezogen. Und zwar kriegt sie weniger Attack Speed. Gerade im Late Game sind das jetzt 20% weniger. Das tut auf jeden Fall mega weh. Ich sehe aber auch sehr, sehr viele Ashes in letzter Zeit und die carryen noch richtig ordentlich rein, meine Freunde, muss man sagen. Bart ist meistens broken oder useless. Eins von beiden, aber gerade die Pro-Player bzw. Leute, die wissen, wie Bart funktioniert, die können ihn richtig gut abusen. Und Bart, Leute, ich glaube, wenn ich Support-Main mal geworden wäre in irgendeinem Leben, dann wäre ich, glaube ich, Bart-Main. Weil mit Bart kann man so verdammt krasse Dinge machen. Oder komplett runterrennen. Was ihr eben braucht. Hat jetzt weniger AP und die W heilt auch weniger. Das ist, ja. Bei Evelynn sagen sich die Leute so, ja, sie hat ja auf ihrer Q einen Cooldown Reduce, wenn sie Monster trifft. Und zwar um 50%. Und Riot sagt, ja, okay, das ist zu verwirren. Die Leute verstehen das nicht oder keine Ahnung. Die nehmen das jetzt weg. Das heißt, der Cooldown wird einfach um 4 Sekunden reduziert, von 8 auf 4. Und dafür wird er nicht mehr reduziert durch das hier. Das Krasse muss man natürlich hier sagen. Der Reduce war vorher nur gegen Monster. Das heißt, sie hat jetzt einfach generell 4 Sekunden Cooldown auf der Q. Das ist ein insaner Buff, muss man ganz klar sagen. Also, holy shit, sie kann jetzt die Scheiße aus der Map rausqueuen. Allerdings muss man auch sagen, für mich ist es ein insaner Buff, weil ich bin so ein Spezialist. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, Leute. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das was mit Magnetismus zu tun, mit Objektverschiebung, mit Transplantationsmanipulation. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Q im Jungle immer an den Monstern vorbeigeworfen. Und wenn du das machst, dann hat deine Q statt 4 Sekunden, für Sekunden, ja, es ist 8 Sekunden und du bist komplett lost einfach. Fiora. Fiora wird gebufft, ihre Q hat jetzt weniger Cooldown und 3 Sekunden im Early Game und 2 Sekunden im Late Game. Dafür reduziert sich, wenn man einen Champion trifft, nicht mehr um 60%, sondern 50%. Das ist aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, super kaum ein Unterschied. Ja, hier wurde es um 6,4 Sekunden und hier um 6,5. Ja, auf jeden Fall ist der Spell. Achso, ja, weil der. Ja, okay, klar. Nee, macht natürlich Sinn, weil der Cooldown ja jetzt auch geringer ist. Auf jeden Fall, holy shit, insaner Buff. Insaner Buff. Gerade auch im Late Game, wenn du mit 6 Sekunden und du noch ein bisschen Cooldown Reduction baust, dadurch die Gegend springen kannst. Ah, ich weiß doch nicht, Fiora, ich weiß doch nicht, ja, ich weiß doch nicht. Hecarim ist jetzt ein Pferd. Jax, also ne, Hecarim macht jetzt mehr. Er hat jetzt mehr Move und Speed Scaling. Zwar bis 100%. Anstatt 75%. Ist krass. Jax hat jetzt. Das finde ich nicht gut, Leute. Leute, können wir reden? Komm mal her. Komm mal her. Komm mal rüber. Ja, noch ein Stück. Okay, noch ein Stück. Ja, Okay. Also, das Ding ist, E ist sein Defensivspell. So haben ihn viele Champions. Zed seine W, Zoe ihre Bubble und so weiter und so fort. Das heißt, wenn er diesen Spell benutzt, konnte er ihn vorher 16 Sekunden nicht mehr benutzen. Das heißt, du hast einen Raum. Hey, Jax hat 16 Sekunden lang nichts mehr. Ich kann ihn jetzt fighten. Cool, schön, nice.
Ja, jetzt sind es nur noch 14 Sekunden und ja, 14. Also, weiß ich nicht. Und im Late Game sind es zwar wieder 8, aber ich finde. Also, ja, man muss darüber diskutieren. Jax, seine schwächste Phase ist halt das Early Game. Und jetzt sagen sie sich, okay, das soll nicht ganz so schwach sein. Aber ich finde, irgendwo muss ja auch ein Champion, ne, wenn wir jetzt Kassadin, ist ja auch im Early Game schwach. Wenn wir ihn jetzt im Early Game übelst krass machen würden, so als Beispiel, dann wäre er im Early Game nicht mehr schwach. Und dann hat man kein Counterplay mehr dagegen. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ich möchte euch sagen, dass Jax muss mal im Early Game verprügeln. Und wenn man ihn im Early Game nicht mehr verprügeln kann, dann verprügelt er dich. Weil er dich danach verprügelt. Weil du ihn nicht verprügelst. Und ich finde, bei 14 Sekunden ist es teilweise echt schwer, da Counterplay zu finden. Wenn, also weiß ich nicht, das ist schon echt verdammt wenig. Viele Spells haben so 20 Sekunden. Ja, so, Windwar hat jetzt irgendwas mit 25 oder 30 Sekunden. Und das sind 14. Finde ich nicht so gut. Klar, sein Langphase ist kacke, aber naja. Jin. Jin macht jetzt mehr Damage. 1, 2, 3, 4. gegen Türme. Und zwar hat er nicht ein 1,2er Scaling, sondern 1,5er Scaling, weil wir alle wissen, Jin richtig kacke gegen Türme ist. Ja? Ist einfach so, ist so. Mit 1,5 prügelt es aber ganz schön rein, muss man sagen. Vor allem, wenn man das vielleicht timen kann, wenn man nur kurz während der Laning Phase immer mal in den Turm rankommt und dann aber direkt den Viererschuss draufballert. Ist nicht schlecht. Jinx, das habe ich nicht ganz verstanden, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin ehrlich. Ich könnte sagen, ja, Planetenverschiebung, Kontinentalriss, Abstinenz, Kolosseum. Das hier habe ich nicht ganz verstanden. Also, erstmal geht es hier um einen Bug. Und zwar ist es so, dass sie wohl einen Bug hatte, dass der Damage gegen Monster so gecapped war, dass der Champion-Damage gezählt wurde. Also, so ungefähr. Und das wird jetzt rausgenommen. Also, ich glaube, was es heißt, ist, hier steht no uncapped against all targets. Also, vorher hat die Rakete einen Maximal-Damage gegen Monster gehabt, was es nicht sein sollte. Und jetzt hat es kein Maximal-Damage gegen alles. So, wenn ich das richtig lese. Das heißt, wenn eine Rakete kommt, bist du tot. Ne, also, wenn die Rakete sehr lange fliegt, kann die. Also, sie hat natürlich. Sie ist ja trotzdem gecapped irgendwo. Hier steht uncapped, so als wenn du wie bei Weiger eine Million AP haben kannst. Aber das ist ja nicht richtig, weil irgendwo ist ja die Map zu Ende. Das heißt, du hast eine gewisse Distanz. Aber anscheinend wird die dann immer größer. Und ich glaube vor allem, worum es hier geht, dass du halt damit einfach Monster jetzt mega krass kaputt machen kannst. Weil vorher, du hast die Rakete auf Baron geschossen und dann hat sie maximal 375 Damage gemacht. Und jetzt kann sie aber auch mehr Damage machen. Wenn ich das so richtig verstehe. Ihr könnt mich aber gerne korrigieren, aber nur hierbei. Wehe, ich erwische einen von euch, wie er nachts im Flur rennt. Wehe. So. Karma. Karma wird genervt. Karma hat jetzt ein bisschen, ja, mehr Mana-Kosten, gerade im Early Game. Und sie hat mehr Cooldown. 2 Sekunden mehr auf der Q. Tut weh, muss man sagen. Was tut's? Tut weh. Gut. Kartus. Ich hasse Kartus. Ich hasse zwar keine Kakteen, aber ich hasse Kaktus. Und der Kaktus wurde ja mal gebufft und jetzt wieder genervt. Und zwar die Bombe macht jetzt weniger AP-Scaling. Und zwar 0,05. Klingt nicht viel, ist aber viel. Denn zum einen wird das natürlich verdoppelt, wenn er die Bombe Single trifft. Ja, nur ein einziges Ziel. Und wenn man berücksichtigt, dass er die Granate, die Bombe, 12 Mal pro Sekunde machen kann, summiert sich das. Das summiert sich. Was sich auch summiert, ist Kha'Zix. Kha'Zix ist in jedem Game, Kha'Zix ist gigabroken, Kha'Zix macht unendlich viel Schaden, Leute, Kha'Zix. Deswegen, ich meine, Kha'Zix wird auch gebufft, genervt, gebufft, genervt, gebufft, genervt, gebufft. Und der wird jetzt ein bisschen reduziert. Reduzier dich, Junge. Hat jetzt nur noch 110% isolierten Target Bonus Damage, ist immer noch super strong. Das heißt, wenn ihr Kha'Zix Main seid, könnt ihr das immer noch locker zocken. Vor allem der meiste Damage kommt ja ganz ehrlich durch die Q. Aber das hier ist schon ordentlich, ja. Aber ist immer noch gut, 110. Ich glaube, er hatte ursprünglich mal 100, actually. Na gut. Lucian ist kacke. Miss Fortune auch. Nein, Lucian hat jetzt ein bisschen mehr Piercing Light Damage. Das ist nett. Und hat mehr Projektile auf seine R. Das ist auch nett. Kann man auf jeden Fall annehmen. Sollte man annehmen. Ist cool. Kann man annehmen. Sollte man annehmen. Déjà-vu. Ja, Miss Fortune hat etwas mehr D. Und zwar um 2. Das ist nett. Das ist nett. Miss Fortune sehen wir auch aktuell gar nicht mehr. Morgana hat jetzt weniger, ja, Q Dark Binding. Das ist, finde ich, genauso schlecht wie bei Jax so ein bisschen. Das Dark Binding, naja gut, ist ihr Defensivspell genauso wie auch ihr Morgana-Schild. Das Black Shield. Und ich finde es nicht gut, wenn das Binding 10 Sekunden hat. Ehrlich gesagt. Weil ich mag Morgana, ich liebe Morgana. Also irgendwie ja, ne? Ich bin jetzt zwar, ich liebe, ja, also ne? Aber das ist RIP. Ich finde, das ist zu wenig. Wenn die einmal ihr Q macht, da hast du echt wenig Zeit, da zu reagieren, ne? Und selbst wenn du Instant Engage, manchmal geht der Fight ja so lange, dass dann doch noch eine Q rauskommt.
Ja gut, Nautilus wird im Pro-Play ultra viel gespielt, deswegen wird er etwas genervt, das W gibt weniger Schild. Nico wird etwas mehr gebufft, soll mehr Wave-Clear haben, das heißt die Q macht jetzt 10 mehr Damage und auch der Blumen-Damage wird angehoben um 5. Ist, glaube ich, ziemlich cool, weil ich denke dadurch, ich bin leider kein Nico-Man, aber dadurch kann man deutlich besser vielleicht mal die Minions, dass sie mal nicht mit einem Leben überleben, sondern tot sind. Ne, das hat man ganz oft bei Magiern, wenn du dir mal ein bisschen AP fehlt oder hier ein bisschen. Jetzt werden die auf jeden Fall sterben. Und bei Nico, ich muss sagen, ich habe letztens gegen eine gespielt. Die hat mich so hart verarscht und da wünsche ich mir manchmal selbst, ich wäre Nico-Main. Wir haben sie einfach gegankt. Ich war der Jungler, ich habe sie gegankt. Wir haben zu zweit auf sie drauf geprügelt. Sie hat dann natürlich ihre Unsichtbarkeit gemacht und ist zum Tower gerannt. Und ne, wir dachten dann alle, das wäre die echte gewesen, die da zum Tower rennt. Aber in Wirklichkeit kam dann noch der gegnerische Jungler und die neben uns stand, die Nico, die so random da rumgerannt ist, wo wir dachten, das ist eh der Klon, war die richtige Nico und auf einmal waren wir alle tot. Also das war schon tot. Nocturne Midlane wird sehr, sehr viel gespielt und ist auch sehr erfolgreich, wird jetzt genervt, das heißt, die Passive hat 4 Sekunden mehr Cooldown und das heißt natürlich, man hat viel, viel weniger Sustain in der Lane und auch weniger Wave Clear. Das Ganze wird aber, um den Jungle nicht ganz zu hart zu beeinflussen, jetzt um 3 Sekunden reduziert, anstatt vorher um 2 Sekunden, wenn man gegen einen gegnerischen Champion oder Monster trifft. Das heißt, damit es in der Lane den gleichen Effekt hat, müsste man circa sagen wir einfach mal anderthalb Mal den Gegner treffen, damit man da wirklich einen Vorteil von hat. Ist also ganz klar ein Nerf. Also oft greift man den Champion meistens nicht an. Jungle wird also mehr oder weniger gleich bleiben. Nocturne Mitte, Leute, geht weg. Rakan hat mehr Move und Speed in seiner R, das ist auf jeden Fall nett. Er kann jetzt schneller durch die Gegend rennen. Set wird genervt, Tank Design, Leute. Das heißt, er macht weniger Schaden. Ne? Ihr müsst, also wenn ihr mehr Damage machen wollt, müsst ihr mehr Damage bauen. Ne? Klingt logisch, ist aber eigentlich nicht logisch, weil willst du mehr Damage haben, baust du Tank. Deswegen macht jetzt sein Haymaker, das klingt voll cool, Haymaker und Facebreaker. Ja, macht jetzt weniger Damage, 20 weniger Damage, tut auf jeden Fall weh und der Facebreaker sogar 40 weniger Damage. 40, Leute. Skarner, ich spiele seit dem Buff super viel Skarner, muss ich sagen. Mir gefällt Skarner gerade richtig gut und ich habe richtig krass Elo auf Tasche gemacht. Und ja, er wird nochmal gebufft und zwar jetzt 0,2er Attack Damage Scaling. Er wird ja von 0,5 tatsächlich auf 0,15 reduziert, allerdings hat er ja dafür Maximum Damage bekommen, Maximum Life Damage. Ich denke, das ist auf jeden Fall nett. Viele Skarner haben sich beschwert, dass es zu schwach ist, also das hier. Vielleicht sind sie hier mit zufrieden, mal gucken. Das mit den 10 Mana ist komplett uninteressant, weil Skarner hat man meistens eh unendlich Mana. Aber natürlich, geschenktes Maul, schaust nicht in den Gaul, nimmst du mit, sagt auch Frau Schmidt. Gut, Syndra. Syndra wird genervt, 20 weniger Schaden auf der Sphäre, tut übel weh. Tut übel weh. Tristana kriegt eine neue Fähigkeit, beziehungsweise eine neue Addition. Und zwar ist ihre E jetzt in der Lage, mit Crit zu skalieren. Das heißt, je mehr Crit ihr kauft, umso mehr Damage macht es. Für jede 3% Crit, die ihr habt, macht es 1% mehr Damage. Das heißt, bei 100% Crit 33% mehr Damage. Man kann also davon ausgehen, dass ihr im Schnitt ca. 20% mehr Damage damit macht. Ist cool. Ich meine, sie kriegt es einfach geschenkt. Ist cool. Veigar. Ich hasse Veigar. Veigar sagt Dick. Der hat jetzt... Ja, 2 Magiristens mehr, mag ich nicht. Volibear, in meinen Augen giga-useless Champ. Ich mag Volibear nicht, ich finde ihn komplett nutzlos, aber er scheint ja irgendwie immer noch irgendwie zu stark zu sein. Deswegen wird er genervt und hat jetzt weniger Move and Speed auf der Q. Ich meine ganz ehrlich, was soll ich sagen, aber Volibear kommt doch nirgendwo hinterher. Also vielleicht kommt er einmal ran und dann laufen die Gegner weg und er kann nicht mehr hinterher. Aber okay, lassen wir das. Ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema und... Gut, Yasuo wurde hart genervt. Letztes Mal, fand ich. Und deswegen wird er jetzt auch gebufft. Das heißt, er hat mehr Magieresistenz. Das ist natürlich sehr gut, wenn man ihn in der Mitte spielt. Toplane bringt das nicht so viel, aber ne, nimmst du mit. Und sein Ultimate macht mehr Schaden. 50 auf der zweiten und 100 auf der letzten Stufe. Ja, muss man mal schauen, wie das so geht. Also als Yasuo-Main kann man sich auf jeden Fall freuen. Aber natürlich hat die Windwall sehr, sehr hart Cooldown-Erhöhung bekommen bei dem letzten Nerf von ihm. Und das tut immer noch sehr, sehr weh, würde ich sagen. Six. Kriege ich auch einen insane Buff und zwar seine Passive skaliert ja mit seiner AP, ne, die macht ja Bonus Damage und der ist jetzt komplett angehoben von 0,3, 0,4, 0,5 abhängig vom Level auf immer 0,5. Also die Passive macht übel viel Schaden, vor allem wenn ihr Nahkämpfer in der Lane spielt, das prügelt übel rein und das ganze Ding macht jetzt auch 2,5er Damage gegen Türme, also das ist ein saftiger Buff, saftig. Nimbus wird genervt, weil wirklich jeder auf dieser Welt mit Nimbus spielt. Das Ding hat jetzt auf jeder Stufe, beziehungsweise für jeden Summoner, 5% weniger Move and Speed. Ich denke, es ist immer noch gut, aber tut weh. Ja, und damit wären wir durch. Es kommen natürlich aber noch sehr, sehr coole Skins dazu, muss man sagen. Holy shit, sehen die geil aus. Zum einen ist das Spirit Blossom Riven. Spirit Blossom Cassiopeia, Spirit Blossom Ahri, Kindred und Yone.
Und ich weiß nicht, ob ich es hier habe. Doch, ich habe es hier. Holy shit, es kommen... Wo habe ich sie? Moment, irgendwo. Ja, hier. Die neuen Skins, und zwar sind es Psy-Ops Ezreal. Die sehen schon ziemlich cool aus, Leute. Das hier ist Psy-Ops Shen. Psy-Ops, wollte ich sagen. Psy-Ops im Master Yi. Dann haben wir noch Ezreal. Ezreal hat auch schon 3 Millionen Skins, ganz ehrlich. Ezreal in Prestige. Oh, lol, der sieht ja crazy aus. Dann haben wir noch Vi. Dann haben wir noch Sona. Die sieht auch crazy aus, muss man sagen, tatsächlich. Sieht schon ein bisschen alienhaft aus. Ja, und Hextech 6. Der sieht, naja, ich finde die Hextech Skins nicht so geil. Ja, muss man mal gucken. Die Psy-Ops-Skins sehen sehr cool aus. Hätte mich gefreut, wäre der Talon bei gewesen. Das war's soweit. Ich wünsche euch einen wonderful, beautiful day. Danke, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen und bis dann. Tschüss.